Nächster. Zu spät. Ja, ich muss ja schließlich sicher gehen, dass mein Verfolger noch hinter mir ist. Alter, deine Kuh hat echt Probleme. Ich würde das Vieh mal umsetzen. Hey, wo ist jetzt die Leiter hin? Die Leine meine ich. Ich wollte gerade sagen, die Leiter ist da, wo die Kuh hochklettert. Hey, wo ist die Leine hin? Aufgezommelt. Suchst du die hier? Ja. Das ist meine. So, Kuh, komm mit. Du gehst wieder zu den anderen. Nein, lass sie doch hier. Die Tür kann sie nicht durch. Alter, hau meine Kuh nicht. Bist du sie bitte? Fahr einfach mal an, bitte. Warum hast du jetzt lose gemacht? Ich hab sie doch angebunden gehabt. Ja. Bigfoot, ich komme! Yay! Ich sehe Milka, während ich bin. Ich auch. Und das gefällt mir gar nicht, wie sie guckt. Machst du gleich ein Stück Kuchen? Achso, also gehen wir doch pennen. Ja, habt ihr euch jetzt mal entschieden? So. Ach, Alter, was hast du mit mir angestellt? Bin ja voller Sabber. Jee. Hat sie schlabbi schlabbi gemacht? Was geschenkt. Das ist mein Gesicht. Der Schwarze hat mir besser gefallen. Der Schwarze hat besser zu meiner Seele gepasst, weißt du? Ich war danke, kann er sagen. Ich hab wenigstens ein Satz mit. Was ist los? Wenn du schon die Schwarze wegnimmst, dann bring mir doch bitte einen Ersatz. Hab ich doch schon, Mann. Schon lang. Au. Was stellst du da mit der Kuh an? Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich muss mal die Sittenpolizei rufen. Auch eine Kuh hat ihre Rechte. So. Hier, Ro, darf ich dir was Gutes tun? Sag nein, sag nein, sag nein. Das wird dir gar nicht gefallen. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung.
Die Tabak nicht mehr. Hiro spricht gar nicht mehr mit uns. Ich glaube, wir sind ihm zu doof. Witzig. Alter, ich bin jetzt so traurig. Sag erstmal, was du willst. Ich hätte dir jetzt 7 Lohnruten gegeben, aber du nicht willst. Ja, ich hätte gern 7 Lohnruten. Na, also. Deswegen frage ich ja, ob ich dir was Gutes tun darf. Wenn ich sage, was Gutes tun, dann meine ich auch wirklich was Gutes tun und nicht wie Bigfoot hier die Leute verarschen. Ist klar, ne? Das muss jetzt raus. Guck mal, der Enker, was Gutes und Sünde dein Haus haben. Was? Ich behalte gleich die Lohnruten wieder. The water is on fire. Und der Gurtel trifft den Eingang nicht. Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Thanks. You're welcome. Oh, der Baum brennt. Wieso brennt der Baum? Weiß ich nicht. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Ja, bis gleich. Vielleicht ja, hat der Baum eine böse Gestalt gesehen. Ich? Ja. Soll ich irgendwann mal, wenn ich mit dem Gefängnis fertig bin, einen Hafen bauen mit Booten? Warum baust du überhaupt ein Gefängnis? Ich dachte, du baust schon einen Hafen. Es ist dann wenigstens schön groß. Für ganz viele böse Gestalten. Also für lauter Bigfoots. Ach du Scheiße, Alter, der Baum brennt hier wirklich. Sag ich doch, der brennt. Wie geil das auch gerade von dir aussieht. Ja, aber wer hat den Baum angezündet? Würde mich interessieren. Das würde mich gerade mal auch interessieren. Oh verdammt, denn sein Haus brennt! Was? Ich hab Wassereimer, komm schnell. Wie sein Haus brennt. Fassade brennt. Es sieht... Los, da oben brennt wirklich. Es breitet sich ja nochmal... Oh. Ab nach oben. Nein. Jetzt leckt es übelst. Bordel. Was denn? Sind das vielleicht ein paar Spielchen, die du treibst? Ich habe ja nichts angezündet. Ja, ich krieg's auch nicht mehr raus. Ah. Hör auf abzufallen. Jetzt müssen wir es so machen, dass es nicht mehr. Ja, ich besorg mal Holz. Au. Jetzt auch ein Lol, ich bin gerade durch eine Glasscheibe gebackt.
bin gespannt, wer Bürgermeister wird. Ja, Hiro, wenn du es wirst, musst du ja öfters online sein. Zu den Aufnahmen. So, alles wieder heil. Warum habe ich jetzt extra Holz besorgt? Keine Ahnung. Na gut. Aber den Brandstifter, den mache ich noch ausfindig. Frage, sollen wir lieber das Gebäude nochmal abreißen oder sollen wir es gerade so lassen? Warum abreißen? Fragezeichen. Weil wir schon ein Gefängnis haben, Ausrufezeichen. Ja, also wie gesagt, soll ich daraus einfach eine Burg bauen? Mir wäre lieber, wenn da ein Hafen entstehen würde. Siehst du? Es gibt keine. Ich habe gerade keine Spitzhacke mehr, um alles abzureißen. Den Hafen. Weil da kommt dann einfach so eine Burg hin. Dann geht dort. Dann wird. Mach mal Tür auf. Ich bin gerade rausgeschwommen. Also soll ich jetzt alles nochmal abreißen? Ja, du sagst ja selber, Gefängnis haben wir ja schon eins. Und so wie ich es rausgehört habe, wärst dir. Alter, da lässt man einmal das Tor offen und so ein blöder Köder steht hier bei meinen Schafen. Hast du auch Dynamit, damit ich es von oben runter sprengen kann? Weil das wird viel schneller gehen. Was brauchst du dazu noch? Dynamit und ein Feuerzeug. Reichen dir 19 Dynamit? Ja. Mach aber kein Blödsinn. Nein, diesmal mache ich das Tor zu. Mein Inventar ist schon überfüllt. So. Nein. Muss ich erstmal freimachen? Dynamit und ein Feuerzeug. Und ich türme mal. Ich möchte nicht im Explosionsradius drin stecken. Da soll ich die Türme dann auch in die Luft sprengen, also die aus Laps dazu liegen? Ne, die sehen noch gut aus. Dann lasse ich die für den Hafen. Was genau habt ihr jetzt vor? Er reißt es ab, was er bis jetzt gemacht hat, und macht daraus einen Hafen. Ja, mit Booten. Du bist so der Knaller, Bigfoot. Was hat er denn diesmal gemacht? Rennt an dem Creeper vorbei und lässt ihn explodieren. Was hätte ich sonst machen sollen? Naja, mit Abstand dran vorbeirennen, vielleicht? Ausrufezeichen. Bigfoot bester Mann, Alter. Ich weiß, danke. Bigfoot beste Ente, meinst du? Das war sarkastisch gemeint. Hab ich schon verstanden. Echt? So gar nicht erwartet, gell?
Nö. Deinen Sarkasmus habe ich nämlich nicht rausgehört. Leg mich hier wieder mit den bösen Scherben an. Kommt her, ich mach euch alle. Ich brauch vielleicht doch noch mehr Dynamit. Hab ich genug. Also eine ganz kleine Frage. Wieso baust du hier irgendwas und dann reißt du es ab? Was sollte jetzt eigentlich ursprünglich werden? Ein Gefängnis. Es sollte ein Gefängnis werden. Wir haben ein Gefängnis. Ja, wenn du so ein ganz kleines. Geht halt. Wenn du dir mal eine Map von mir anschaust mit dem Gefängnis. Dann wirst du. Ich würde mir bisher deine Maps gar nicht anschauen. Du hast mich jedes Mal rausgeholt. Nee. Das waren die anderen. Weil zum Beispiel. Du warst ja doch bei der einen Map drin. Wo dauernd gefightet wurde, oder? Ja. Ja. Da waren Moderatoren drin von mir. Sollten bitte die Leute kicken und haben dann dich noch mitgekickt. Ist ja frech. Geht ja mal gar nicht. Kann man nur Bigfoot kicken? Keine Ahnung. Ich hätte ihn in den Müllzerkleiner gesteckt, aber nicht gekickt. Ja, wie kann man sie jetzt bitte nicht mögen? Das habe ich mich gefragt. Kann man das nicht? Da muss man ja irgendwie im Krankenhaus sein, damit das nicht funktioniert. Leute, die mich hassen. Das hätte ich dir von Anfang an sagen können, dass es Leute gibt, die dich hassen. Hey, da bin ich, spinne hier den Turm bei deiner Statue hoch. Ha. Ich hab sie untersagt. Andy, hallo. Ich hasse dich jetzt auch. Echt? Hey, cool. Endlich. Das war zwar Sarkasmus, aber... Naja, YOLO. Sa was? Hero, könntest du bitte irgendwie helfen? Nee, ich muss hier erstmal alles abreißen. Verdammt, ich wollte doch TNT mitnehmen, anstatt habe ich jetzt in mein Lager das Schwert geholt. Ach, ich bin so intelligent. Ich dachte ja auch. Das gibt jetzt nichts mehr, was ich dazu ausführen könnte. Es gibt auch nichts, was du dazu noch sagen dürftest. Über wie viel TNT brauchst du denn noch? Alles, was du hast. Haben wir ein Stack? What? Nein, Ich bring dir einfach 10, 2 Stacks mit. 15. Ich bring dir einfach mal 15 Stacks mit. Alles klar? Okay. Was? 15 Stacks? Ja. Also was soll der Hero alles abreißen? Die ganze Welt? Oder? Wie viele TNT braucht man für eine Map? Vielleicht für TNT-Kanonen, TNT-Trampolin. Wenn nicht gleich 15 Stacks. Du bringst auch noch meinen Stein in die Luft. Wie kannst du nur? Was, dein Stein? Ja, der Stein dafür hat... Er hat halt einen Stein bei dir im Brett. Das diese Ansage, weil es irgendwie lustig? Nein. Doch. Achtung! Doch, war lustig. Das war noch lustig. Der deckt dich mit dem TNT hoch. What the fuck? Bigfoot, du solltest lieber aufpassen. Ja, super, jetzt häng ich hier oben fest. Das hast du richtig toll hingekriegt.